Vielen Dank für die Introduction. Das heißt, man sieht mich jetzt und hört mich. Ja, ja. Sehr gut. Viele Grüße aus Süddeutschland. Ich bin heute hier bei einem Kunden. Das heißt, ich wollte Ihnen eigentlich die schöne Aussicht zeigen, aber die Lichtverhältnisse lassen sich ganz zu. Deswegen sind wir jetzt in einen kleinen Raum umgezogen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute jetzt dabei sind, aber ich freue mich über die Teilnehmer. Ich hatte gehört, es haben sich einige angemeldet. Ich würde einfach mal direkt in meine Präsentation springen und einfach mal direkt beginnen. Und wenn Sie zwischendurch Fragen haben, wie gesagt, dann welche Stellen per Chat oder sonst im Nachgang nochmal. Und wir springen einfach mal direkt in die Präsentation. Die ist hier. Ganz genau, das sollte auch klappen. Muss ich nochmal auf Vollbild machen, wenn ich mich nicht irre. So, klappt das. Sehr gut, ich sehe Daumen hoch. Sieht man mich denn jetzt eigentlich auch noch oben im Chat, richtig? Genau, okay, perfekt. Wollen wir das so anlassen, qualitätsweise, oder sollte ich das lieber unterbrechen? Frau Kaiser. Lassen Sie es ruhig an, es läuft wunderbar. Die Verbindung scheint stabil zu sein. Schön, wenn wir Sie noch sehen, während Sie sprechen. Ich bin mit dem Kabel auch verbunden, also ihr sollte performance-technisch alles gut laufen. Ich habe die Vorstellung mal Legal Revolution genannt, mit einem Fragezeichen versehen, und springe direkt mal rein. Nochmal zwei, drei Sätze vielleicht zu mir. Das Intro war ja aber auch schon dort. Ich habe vor 4 Jahren jurato.de gegründet, eine Plattform für die Vermittlung und Verwaltung von Rechtsfällen, und im letzten Jahr auch Clarity Legal. Da werde ich heute nochmal gezielt darauf eingehen, deswegen gar nicht zu viel vorab. War einige Jahre bei Rocket Internet, oder also sozusagen Handwerkszeug gelernt, und habe einen Business-Hintergrund, bin also kein Jurist, sondern, wenn man so will, Legal Engineer, und war viel im Ausland und bin aber seit einigen Jahren wieder in Berlin in Deutschland. Wir springen direkt mal rein. Meine Idee war heute einfach mal zu zeigen, was machen wir wirklich für Kanzleien und was machen wir für Rechtsabteilungen, um einfach mal zu zeigen, wo die Unterschiede liegen. Habe Ihnen auch ein paar Projekte mitgebracht, um einfach mal zu präsentieren, was wir so machen. Und ich könnte noch sehr viel mehr erzählen, aber zeitlich habe ich mich mal etwas beschränkt und zeige wirklich Jurato und zeige Clarity Legal. Ich muss ja noch etwas schieben, damit ich selber was sehe, aber das passt eigentlich, genau. Jurato, was ich schon gesagt hatte, eine Plattform für die Vermittlung und Verwaltung von Rechtsfällen. Da mich viele immer fragen, was heißt das genau, wie sieht das aus? Und ich bin immer ein großer Fan davon, auch wirklich Produkte direkt zu zeigen, ohne jetzt groß irgendwelche Icons oder irgendwelche wilden Bilder zu zeigen. Springen wir direkt mal rein. Wie läuft es bei uns ab? Das heißt, die Mandanten können eben relativ einfach unverbindliche Angebote bei unseren Anwälten anfordern. Wir haben, wie Sie unten sehen, 3 Einstiegsmöglichkeiten. Angebot anfordern ist eine davon, springt also rein. Und wenn ich zu schnell bin, dann schreien Sie. Springt also rein, hier in dem Fall beschreibt sein Problem, Arbeitsrecht, Kündigung, kann dort auch per Drag-and-Drop Dokumente direkt reinziehen und kann sein Problem beschreiben. Wir hatten am Anfang wirklich eine strukturierte Erfassung, die wir zusammen mit Anwälten erstellt haben, also wirklich Q&A. Das war den Mandanten oft zu viel, deswegen haben wir hier wirklich gezielten Fließtext benutzt und filtern hier nach sozusagen Rechtsgebiet und sozusagen runtergebrochen nochmal den Bereich, in dem Fall eben Kündigung. Dann bekommt der Mandant relativ schnell, das dauert manchmal nur ein paar Minuten, manchmal ein paar Stunden, vielleicht manchmal auch einen Tag, bekommt er Angebote von unseren Anwälten. Das sind jetzt hier Dummy-Fälle, um jetzt hier auch nicht irgendwie welche problematischen privaten Fälle zu präsentieren. Bekommt er also Angebote von bis, wo eben Anwälte sagen, ich mache beispielsweise eine Erstberatung, wir können mal sprechen, ich mache den ganzen Fall bis vor Gericht oder. Das ist die Ansicht des Mandanten. Kann also die Angebote eben vergleichen, entscheidet sich in dem Fall hier für Herrn Meininghaus und sagt, das ist der Anwalt, dem ich vertrauen möchte, klickt dort drauf, kann dann im Checkout, so nennen wir das hier, eine Zahlungsart wählen, in dem Fall hier Giropay, und sagt, okay, ich bezahle das sofort und der Match findet statt. Das ist unsere sogenannte, wir nennen das hier Online-Akte, absichtlich auch sehr schlicht gehalten. Und hierüber wird kommuniziert. Sehr spannend ist, dass unsere Anwälte und unsere Mandanten wirklich
zum großen Teil direkt über diese Akte wirklich kommunizieren. Das heißt, da wird dann nicht das Telefon in die Hand genommen oder irgendwelche E-Mails hinterher geschrieben, sondern es wird über diese Oberfläche wirklich kommuniziert. Man kann hier nochmal Dokumente einfügen, man kann sich nochmal das Angebot anschauen, kann sich die Details nochmal von online anschauen, kann Termine ausmachen, kann sich zum Videochat verabreden. Also eine große Möglichkeit. Und das wird auch gut genutzt. Also das nutzen wir eben für Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant. Wir haben etwas anderes auch eingeführt, weil wir gemerkt haben, oft sind die Schritte eigentlich vielleicht ein bisschen zu viel, bis der Match, so nennen wir das, hier stattfindet. Deswegen haben wir vor 2, 3 Jahren auch so sogenannte Beratungspakete eingeführt. Hier geht es darum, ich sage immer, das ist für den Mandanten, der weiß, was er will. Das heißt, er geht in dem Fall auf Arbeitsrecht, Erstberatung, sucht sich ein Paket gezielt aus, was die Anwälte bei uns anlegen können, entscheidet sich hier für einen Kollegen, und die, sozusagen, der Checkout ist ja derselbe. Er wählt ein Paket, kauft das, bezahlt das und kann dann auch direkt mit dem Anwalt kommunizieren. Wir haben gemerkt, dass jurato.de eigentlich zu 70-80% eigentlich B2C-Angelegenheiten sind, also Privatmandanten, haben uns dann überlegt, wäre eigentlich eine Lösung, um mehr eben auf Unternehmen zuzugehen, und haben Jurato Pro ins Leben gerufen. Wir nennen es die Online-Rechtsabteilung für Unternehmen. Hier eine etwas andere sozusagen Customer Journey. Hier wird so vorgegangen, dass der Mandant, in dem Fall eben oft Unternehmen direkt oder auch sozusagen der Geschäftsführer von Unternehmen oder ein Gründer beispielsweise auch, sucht sich eine Mitgliedschaft aus. Wir haben hier 4 verschiedene, die wir anbieten, die beschränkt sind auf sozusagen Stundenkontingente pro Monat. Ja, das heißt also von Solo, Premium, Accelerate bis Business, wo verschiedene Möglichkeiten aufgeführt werden, was man machen kann. In dem Fall entscheidet man sich für eine Mitgliedschaft, entscheidet sich für einen Anwalt und hier auch sozusagen hier ein Dummy-Übersicht mal von unserer Online-Kanzlei, ähnlich Übersicht auch, der Mandant und der Anwalt kommunizieren direkt hier über die Online-Kanzlei. Der Mandant sieht genau, wie viel Zeit hat er eigentlich noch sozusagen für das gekaufte Honorar für das Kontingent in dem Falle. Kann sich auch zum Videochat verabreden. Und hier haben wir im Endeffekt, wie Sie sehen, bei meinen Rechtsfragen einzelne kleine so Mini-Akten, wo drüber kommuniziert werden kann. Also sie wird dann gesagt, hier bitte noch einen Vertrag überprüfen, ich habe irgendwie Probleme mit den AGB, wann sind die fertig? Also dass der Mandant wirklich immer zu 100% jederzeit weiß, wo steht der Anwalt aktuell in dem Mandat. Und genauso andersrum, dass der Anwalt eben auch sagen kann, hier, ich brauche nochmal Dokumente für die und die Angelegenheit, bitte lad die hoch und so weiter. Und das wird auch sehr gut angenommen. Das mal zu Jurato als Überblick. Wir sind natürlich auch umtriebig, ich habe noch andere Produkte und testen viel. Aber das mal so als groben Überblick, was wir machen. Und machen das eben schon sehr erfolgreich seit 4 Jahren. Im letzten Jahr muss man sagen, haben wir Clarity Legal ins Leben gerufen. Die Idee kam mir schon vor bestimmt 2, 3 Jahren, da viele Kanzleien, aber eben auch Rechtsabteilungen auf mich zugekommen sind oder auf uns und haben gesagt, Mensch, Herr von Bülow, können Sie nicht mal auch machen, mal etwas für uns machen in dem Bereich? Nach dem Motto, was gibt es da eigentlich im Legal Tech Bereich? Was sind Ihre Lösungen? Wie arbeiten Sie da? Und da kam das erste Mal schon die Idee auf, eigentlich ja, eine Art Agenturberatung ins Leben zu rufen. Und eben gezielt dort Lösungen zu bauen, aber eben auch beratend zur Seite zu stehen. Das war die Geburtsstunde von Clarity Legal. Und sozusagen mal zusammengefasst, was wir dort machen. Wir haben eben so ein 360-Grad-Ökosystem, konzentrieren uns gezielt eigentlich auf Rechtsabteilungen. Wir beraten auch Kanzleien, das kommt auch vor. Das sind, ehrlich gesagt, sozusagen das, was wir jetzt gesehen haben, oft größere Kanzleien, also keine ganz kleinen, sondern auch schon größere, die natürlich auch Budget auch haben und Lösungen dort sehen. Und wir sehen eben, dass wir haben es in 5 Bereiche unterteilt. Es gibt eben so ein Rechtsportal für Mitarbeiter. Auf Englisch nennen wir das Legal Self-Services. Das heißt also, ja, von DocGen, da zeige ich Ihnen später auch nochmal was, bis hin zu, was kann der Mitarbeiter eigentlich vorher selber schon alles machen, bevor eigentlich die Rechtsabteilung ins Spiel wirklich bringt. Oder was kann derjenige aus der Rechtsabteilung, Legal Counsel beispielsweise, vorbereitend schon alles machen, um mit unserem Tool sozusagen es zu vereinfachen. Da haben wir so eine Kollaborationsplattform. Das kann sowohl im Unternehmen sein, als auch extern. Das heißt Kollaboration, externe Kanzlei und Rechtsabteilung. Freigabeprozess ist ein Thema.
Auch aktives Risikomanagement nehmen wir auch sozusagen mit rein. Das geht bis hin zu Corporate Governance-Themen, Themen, die auch dort sozusagen greifen. Und großes Thema ist auch Legal Spend Management, also die gesamten externen Kosten, die ausgegeben werden von Rechtsanwälten für externe Rechtsabteilung, für externe Kanzleien, um das eben zu sortieren. Da zeige ich auch nochmal gleich, wie sowas aussehen kann. Das ist so dieser Bereich, den wir angehen. Und das fängt eben wirklich, sage ich immer an, bei Legal Tech 1.0. Ja, also das heißt, das würden wir jetzt mal zu Rechtsportal für Mitarbeiter zählen. Das heißt, wirklich Prozesse, die öff oder wiederkehrend sind, inwiefern kann man da wirklich Standards und digitale Standards in das Unternehmen bringen, in die Rechtsabteilung, bis hin eben wirklich zu KI-Lösungen. Das würde ich, oder ist so auch definiert, Legal Tech 3.0. Da geht es also wirklich darum, eine KI, die wirklich intelligent mitdenkt und Prozesse wirklich vorstrukturiert, Dokumente sortiert. Wir haben da ein sehr spannendes Projekt mit einer Kanzlei, mit einer Großkanzlei. Da geht es darum, wirklich eine Due Diligence zu automatisieren und zu digitalisieren. Sehr spannend. Also wirklich von bis hin zu Lizenzmanagement-Tools, also wirklich verschiedenste Bereiche, die wir dort wirklich angehen. Und es ist eben auf der einen Seite eine Beratung plus eben auch dann die Umsetzung, weil wir sagen, wir wollen eben dort auch weitermachen, wo andere Beratungen aufhören. Und wir wollen eben dort auch dann umsetzen. Wir haben ein Team von so 20 Entwicklern in Berlin, auf die wir zugreifen können, mit denen wir dann auch Lösungen theoretisch eben auch custom-made entwickeln können. Oft nehmen wir aber auch Lösungen, die es schon gibt am Markt, adaptieren die und helfen, die zu integrieren. Also ein Dokumentmanagementsystem beispielsweise jetzt das Rad völlig neu zu erfinden und das nächste Dokumentmanagementsystem zu bauen, das würden wir nicht tun, sondern wir gucken, was gibt es im Markt, passt das zur Rechtsabteilung und helfen wir dann dabei, eben vielleicht auch das zu integrieren, gibt es dort Schnittstellen zu eben auch anderen Legal Tech-Lösungen, die dann vielleicht später mal kommen sollen. Also wir sozusagen koordinieren den ganzen Prozess von A bis Z, wenn das gewünscht ist. Oft geben wir auch einen Marktüberblick in Step 1. Um sozusagen auch mal zu sagen, zeigen, was es gibt und auf was man achten kann. Ich kann Ihnen einfach mal zeigen, wie sowas theoretisch aussehen kann. Das ist jetzt mal ein ja, Art Screen Design plus auch bis hin dann auch zur Software, also auch hier etwas angepasst für einen Kunden, dass man so eine Art Management-Cockpit hat, wo man eben sieht, wie viel Mandatierung gab es in welchem Bereich, was war der externe Legal Spend. Verhandlungserfolg, das heißt also Erstangebot zu wirklich dann auch dem Abschluss, Legal Spend pro Gesellschaft, das sind jetzt mal Dummy-Zahlen, die wir hier genommen haben, also in den verschiedenen Gesellschaften, was wurde dort eigentlich erwirtschaftet in Bezug auf das Vorjahr, damit man so einen Überblick sieht, wie wir das machen. Und unsere Idee ist eben hier, dass man wirklich sehr clean und schnell die KPIs also wirklich sieht, also Key Performance Indicator, dass eigentlich ein General Counsel oder auch ein Legal Counsel relativ schnell sehen kann, wie ist die Performance eigentlich von der Rechtsabteilung, in diesem Fall jetzt, wie ist wirklich hier das Legal Spend sortiert, mit wem arbeiten wir zusammen und so weiter. Wir können jetzt nochmal Deep Dive mehr reingehen. Das heißt, wenn man jetzt unten links auf Legal Spend Management klicken würde, kommt man dann zu der Legal Spend Management Übersicht, wo man nochmal sieht, die verschiedenen Bereiche, auch nochmal die Gesellschaften, auch so ein Quality Assessment, wo man sieht, wie wurde hier eigentlich verhandelt. Das heißt, ist es irgendwie gut oder eher schlecht verhandelt worden? Und wenn man dann nochmal ein Deep Dive mehr reingehen würde und wirklich Kanzlei nach Umsatz kriegt, würde man dann nochmal eine Übersicht sehen, wo man sieht, okay, mit welcher Kanzlei haben wir eigentlich am meisten hier gearbeitet? Wo haben wir das meiste Geld ausgegeben, um so einen Überblick zu kriegen? Dass man so Legal Spend, so oder so ähnlich sehen unsere Tools aus, wenn wir sie wirklich auch custom-made bauen. Für einen Kunden haben wir auch mal eben so einen Legal Self-Service-Überblick mal gebaut oder so ein Tool gebaut, wo man eben sieht, ja, was sind so die Contracts, die man eben anbieten könnte. Hier am Beispiel jetzt mal ein NDA, Geheimhaltungsvereinbarung, geht man also Deep Dive rein und klickt zum Beispiel eben auf NDA und wird dann hier komplett durch den Prozess geführt, wo wirklich eben Fragen, Antworten gestellt werden, gefüttert eben mit dem Content des Unternehmens beziehungsweise der Rechtsabteilung und läuft eben oben durch den Prozess durch bis hin zum Abschluss, wo man dann eben wirklich das finale PDF bekommt oder eben das Word-Dokument oder es eben auch nochmal editieren kann. Also das eben Legal Self-Service wirklich, darunter verstehen wir eben
Prozesse, die wirklich auch standardmäßig jeden Tag in der Rechtsabteilung auftauchen, dass man die eben wirklich standardisieren kann und auch beschleunigen kann. Denn unser Argument ist, dass 70-80% in der Rechtsabteilung sind administrative Aufgaben oft. Und wir sagen eben, wenn das ein Tool übernehmen kann und du dich wirklich auf echte High-Quality-Legal-Arbeit konzentrieren kannst in der Rechtsabteilung, macht es natürlich Sinn, bevor viele eben dasselbe machen. Das heißt, sozusagen der Job des Legal Counsels ist nicht bedroht durch uns, sondern wir sagen eben, wir nehmen dir was ab, worauf du vielleicht sowieso nicht viel Lust hast, jeden Tag das selber zu machen, sondern ein Tool hilft dir dabei, schneller die Prozesse abzuarbeiten. Genau, hier mal so ein Überblick, wie könnte sozusagen die Zukunft aussehen. Und mal zusammengefasst sehe ich eben die Zukunft dahingehend und auch mit dem Vergleich Jurato und Clarity Legal kann man eben sehen, dass gerade natürlich kleine Kanzleien und mittelgroße Kanzleien sind natürlich sehr interessiert an Legal Tech, sprechen viel mit, nutzen zum Teil auch Lösungen, die es gibt. Jurato würde ich selber einordnen in Legal Tech 1.0, also du bekommst über uns Mandate und du kannst sie effizient abarbeiten online. Aber das eigentlich im Vergleich zur Rechtsabteilung zu Unternehmen, was wir eben sehen, klar ist da auch ein anderes Budget im Zweifel im Vordergrund, aber dass dort, das sehen wir zumindest auch in den Gesprächen, die wir führen und die Projekte, die wir jetzt umsetzen, dass die Bereitschaft dort für Legal Tech sehr viel höher ist dahingehend, dass natürlich dort auch anders gearbeitet wird. Das muss man natürlich auch nochmal sagen. Also das zu Ende zu bringen, dass sozusagen Legal Tech dort mehr angenommen wird, dahingehend, dass die Prozesse eben dort auch verschlankt werden können. Denn ein Rechtsanwalt in der Kanzlei wird natürlich pro Stunde gebillt, bezahlt. Und wenn wir natürlich sagen, hier sind Tools, wo du dir vielleicht ein paar Stunden auch sparen kannst, im täglichen, das will natürlich der Anwalt im Zweifel nicht, der in der Kanzlei sitzt. Jemand in der Rechtsabteilung hingegen sagt, klar, wenn ich mich auf andere Arbeit konzentrieren kann, macht es vielleicht Sinn. Also wir nehmen so gesehen Legal Tech niemandem wirklich was weg. Ich glaube, meine persönliche Einschätzung, dass wirklich der AI-Roboter oder der AI-Rechtsanwalt den klassischen Anwalt ersetzt, das wird noch dauern. Da sind wir wirklich noch nicht da, wo vielleicht die Reise irgendwann in 20 Jahren mal sein wird. Aber dass zumindest erkannt wird, dass man eben effizienter arbeiten kann. Das war auch so der Titel hier meiner Rede, meines Vortrags, dahingehend, dass eben ein Unternehmen eben effizienter oder sozusagen oder mit Effizienzen sowieso arbeitet, bedeutet also, dass eben gesagt wird, wie können wir hier wirklich Prozesse beschleunigen, wo können wir Kosten sparen, wie können wir hier wirklich einfach sinnvoller arbeiten. Kanzleien hingegen kommen natürlich historisch auch aus einem anderen Bereich. Nichtsdestotrotz realisieren die Großkanzleien, auch in Deutschland, nicht nur international, dass Legal Tech ein großes Thema ist und bauen sich eben eigene Lösungen, haben mittlerweile eigene Teams, you name them, Freshfields, CMS, Gleisnutz, haben mittlerweile eigene Digital Manager in dem Bereich, haben eigene kleine Teams und gehen das Thema wirklich gezielt an und machen es natürlich auch so, dass sie Lösungen bauen, die sie dann wiederum auch ihren Kunden verkaufen. Also die Großkanzleien, deswegen nehme ich die immer da raus bei dem Vergleich, die sind da natürlich sehr viel aktiver, aus natürlich auch sozusagen aus budgettechnischen Gründen, als natürlich eine mittelgroße Kanzlei. Aber selbst da merken auch kleine und mittelgroße Kanzleien, dass eben vieles dieser, sagen wir mal, Kleinkramfälle, dass man die eben schnell abarbeiten kann. Und das war damals eben auch meine Idee mit Jurato, als ich selber einen Anwalt suchte vor 4-5 Jahren, dass wir gesagt haben, warum gibt es eigentlich eine Plattform, wo ich als Mandant sofort den Anwalt beauftragen kann und der relativ schnell und eben nicht mit Brief von A nach B, also postalisch, sondern dass der eben relativ schnell meinen Fall abarbeitet. Und Legal Tech 1.0, klar, vielleicht nicht so spannend, aber wir merken eben, vor 4 Jahren sind wir wirklich oft vor oder haben an verschlossenen Türen gerüttelt und haben die Anwälte gesagt, ja, Herr von Bülow, und das ist ja spannend, aber das machen wir alles noch so. Und jetzt merken wir mittlerweile, dass eben wirklich viele Anwälte auch so auf uns zukommen und sagen, das finden wir spannend, können wir bei Ihnen mitmachen. Also da hat sich schon einiges getan.
was da eben auch spannend ist, also Legal Tech wird wahrgenommen, aber eben noch nicht in dem Bereich, dass man sagt, wir stellen uns jetzt hier den AI-Rechtsanwalt ein, der für uns völlig sozusagen autark irgendwelche Fälle bearbeitet. Es gibt auch Kollegen in Deutschland, die an solchen Themen sitzen. Das wird auch kommen. IBM mit Watson ist natürlich ganz weit vorne, was das angeht. Aber trotzdem braucht es einfach noch. Und im Vergleich nochmal zu den Unternehmen und zu den Rechtsabteilungen, dort wird natürlich anders einfach gearbeitet. Das Unternehmen will effizient arbeiten, arbeitet natürlich in anderen Bereichen mit KPIs bereits. Und die Rechtsabteilung soll genauso in vielen Bereichen auch eben ja, so hingehend aufgestellt werden, dass man eben auch effizient einfach arbeiten kann. Denn oft weiß man nicht, wie sind eigentlich die Workflows, wo fällt hier was hinten runter und wie können wir wirklich auch Kosten sparen, ganz klar, und wie können wir einfach mit vielleicht Tools auch Prozesse einfach beschleunigen. Da könnte ich noch ewig drüber reden, weil sozusagen das mich natürlich sehr beschäftigt, auch im täglichen, aber ich glaube, für den Moment, jetzt habe ich fast so ungefähr eine halbe Stunde gesprochen, sollte es das eigentlich sein. Ich freue mich auf Rückfragen. Ich hoffe, es wird einige geben. Ich hoffe, Sie haben mich gut verstanden. Ich hatte ein Headset auch dabei, das lief leider nicht. Aber stellen Sie gerne Fragen und vielleicht können wir so im Gespräch mit Rückfragen nochmal ein paar Themen ansprechen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr von Bülow. Geben Sie doch ganz kurz den Bildschirm einfach wieder frei, indem Sie die Bildschirmfreigabe stoppen. Im Moment sind noch keine Fragen da, aber von mir natürlich auch der Aufruf, stellen Sie jetzt Ihre Fragen, insbesondere auch zu den Produkten, die vorgestellt wurden. Für mich hat sich jetzt so gleich eine Frage gestellt. Sie haben gesagt, okay, vor 4 Jahren sind Sie mit Legal Tech, sogenannten Legal Tech 1.0, eigentlich vor verschlossenen Türen gestanden. Mit was stehen Sie denn jetzt wieder vor verschlossenen Türen? Gute Frage. Also wir merken zumindest, dass Legal Tech 2.0, müsste ich vielleicht auch mal was zu sagen, das sind eben Themen wie Document Generation, sowas, was wir mittlerweile auch machen. Das heißt, Mandant oder auch der Rechtsanwalt kann sich eben Informationen bedienen, füttert das Tool im Zweifel selber und kann sich so vielleicht auch Zeit sparen, um jedes Mal wieder jeden Tag den NDA, also die Geheimhaltungsvereinbarung, aufzusetzen. Also Legal Tech 2.0, da sind wir, glaube ich, aktuell. 3.0 spielt natürlich auch eine große Rolle, aber wir merken, dass natürlich hier sowohl auf der Rechtsanwalts-, also auf der Kanzleiebene als auch auf der Unternehmensebene finden natürlich alle KI wahnsinnig spannend, also künstliche Intelligenz, und sagen, wow, wir hätten auch gerne was und was kann man da eigentlich machen? Aber das ist natürlich auch ein Kostenthema, da wirklich auch eine Lösung dann zu integrieren und einzuführen, die dann auch natürlich 100% funktioniert und da alles abnimmt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die in dem Bereich sind. Was wir merken, ist eben auch dieses Projekt, was wir mit einer Großkanzlei eben haben. Da geht es darum, Dokumente und Verträge zu verstehen, zu lesen, zu analysieren, zusammenzufassen und eigentlich eben, wie gesagt, so eine Due Diligence zu eigentlich komplett digital abzuarbeiten und eben auch mit einer künstlichen Intelligenz dahinter. Das finde ich persönlich super spannend, das Thema. Wir waren gerade mit einem ähnlichen Thema auf dem Hackathon in Berlin, Legal Hackathon. Auch toll, dass es sowas gibt. Letztes Mal das erste Mal in Deutschland. Das konnte ich gewinnen mit einem Team. Das war sehr spannend. Dieses Jahr hat es leider nicht gereicht unter die Top 3, aber das Produkt war auch sehr spannend. Da war die Idee, dass ein NDA oder irgendein Rechtsdokument von außen reinkommt ins Unternehmen und der Mitarbeiter eigentlich das Dokument kurz checkt. Mit dem Tool und das Tool sagt, ist das für uns kritisch oder nicht? Wenn ja, geht es zur Rechtsabteilung. Wenn nicht, kann eigentlich der Mitarbeiter es selber unterschreiben und uns zurückschicken. Also so ein bisschen, wir nennen das so, haben das Legal Scoring genannt. Das Projekt ist Clarity Score, dass eben relativ schnell derjenige feststellen kann, ist das ein oder hat das irgendwelche Rechtsimplikationen für das Unternehmen oder für mich, bis hin zu E-Mail. Ich habe selbst oft E-Mails, die ich mit Herzklopfen abschicke, wo ich denke, ja, wenn ich die jetzt jemandem schicke, die E-Mail, ist da vielleicht irgendwas drin, was mir später, wo mir später ein Strick draus gedreht werden kann. Also das finde ich persönlich super spannend, aber die Reise ist noch eine lange, glaube ich, aber zumindest ist es schon greifbar. Aber sozusagen Legal Tech 3.0, da reden viele mit, aber dass da wirklich was super, super Revolutionäres kommt, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern.
Okay, ich meine, es braucht ja, es gibt immer so diesen schönen Spruch, dass die Juristen dafür alles so ein bisschen länger brauchen. Es bewegt sich aber sehr, sehr viel und schnell und jeder will mitmachen. Und Sie haben schon angesprochen, eben diese Effizienz im Gegenzug zum Honorar. Wie sehen Sie denn das jetzt für einen, sagen wir mal, eine kleinere Kanzlei oder einen Einzelanwalt, der sich aber da doch mit einbringen möchte? Wo sind denn da die Schwierigkeiten, beziehungsweise wie kann man das dann überhaupt machen? Sie haben jetzt viel von Unternehmen gesprochen, Großkanzleien und auch Rechtsabteilungen. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Definitiv. Ich glaube, und da sieht man eben auch die Kanzleien, auch kleine Kanzleien, aber auch Einzelanwälte, die schlau sind und die selber sagen, auch Mensch, gibt es hier nicht eine Lösung für mich selber, hier Prozesse zu digitalisieren und automatisieren. Also das heißt, jeden Tag dasselbe zu machen und irgendwelche Fälle, die an jeden Tag reinkommen, wieso kann ich das nicht standardisieren? Also das merke ich so bei den, und das ist bei den auch Einzelanwälten zum Teil, die auch viel auf so Digitech-Konferenzen mittlerweile sind, die sagen, ich bin schlau, wir haben uns selber was gebaut, eine kleine Lösung. Wir sind irgendwie als Beispiel, weiß ich nicht, im Arbeitsrecht tätig und wir haben uns da eine Lösung gebaut, die es ermöglicht, relativ schnell immer wieder die Arbeitsverträge zu überprüfen oder aufzusetzen. Also ich glaube, man kann sich selber was bauen, wenn man natürlich ein bisschen tech-affin ist. Da gibt es natürlich Leute wie uns, die das auch anbieten, aber es gibt auch mittlerweile natürlich Lösungen, relativ schlanke, die man vielleicht auch nutzen kann, um dort anzusetzen. Und viele haben auch schon Lösungen, die es auf dem freien Markt gibt, also wirklich Standardlösungen, die man vielleicht, wenn man die ein bisschen adaptiert, auch schon nutzen kann. Also ich glaube, der Einzelanwalt, der auch sozusagen sieht, dass es immer wiederkehrende Themen sind, dass er die wirklich standardisieren kann und sich wirklich auf Arbeit konzentrieren kann, die eben auch, sagen wir mal, komplizierter ist und eben auch vielleicht mal salopp formuliert auch mehr Spaß macht. Also jeden Tag immer wieder denselben kleinen Fall zu machen, klar, das ist sozusagen, wie sagt man dazu, Wasser und Brot, oder wie sagt man das ja, sozusagen so Handwerkszeug so am Tag, was irgendwie reinkommt, aber wenn man das eben jeden Tag macht, ist die Frage, ob man da irgendwann Lust doch drauf hat. Also ich glaube, von daher, da hilft Jurato, aber da helfen auch andere Tools dabei, einfach was abzunehmen und Prozesse zu beschleunigen. Und ich selber bin natürlich BWLer und sehe das vielleicht manchmal so ein bisschen aus einer anderen Brille und vielleicht manchmal sieht man es auch zu einfach. Deswegen suchen wir immer den Dialog zu Rechtsanwälten, die sagen, naja, gute Idee, aber so läuft das nicht bei uns, weil es läuft ja vielleicht noch anders ab. Und da sieht man auch ganz unterschiedliche, vielleicht auch noch einen Satz dazu, also wirklich Kanzleien, die auch vielleicht im IT oder auch im Medienrecht unterwegs sind, aber noch völlig wie in der Steinzeit arbeiten, intern, auch interessant zu sehen, und auch Unternehmen, wo man denkt, Mensch, die müssen noch richtig digital fit sein, aber dann kein anständiges Dokumentenmanagementsystem intern haben. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich zu sehen, wie breit oder wie so der Status quo heutzutage ist bei Unternehmen oder auch bei Kanzleien. Also ganz unterschiedlich. Aber es gibt Lösungen, zu Ihrer Frage nochmal, und sozusagen, es gibt Lösungen, die man definitiv nutzen kann und wo man, glaube ich, auch mit wenig Geld sich schon helfen kann, was hinzustellen, softwaremäßig. Gut, vielleicht gerade noch eine Frage von einem Teilnehmer, weil Sie jetzt auch gerade schon die Mitarbeit von Juristen oder Anwälten angesprochen haben. Und zwar in der Schweiz hat ein Anbieter versucht, eine Plattform Anwaltssuche in Anführungszeichen zu etablieren. Dies ist bis jetzt daran gescheitert, dass praktisch keine Anwälte in der Schweiz mitmachen wollten. Wie sieht dies in Deutschland aus? Und wie ist die Resonanz bei den deutschen Anwälten, also die Bereitschaft, sich an einer solchen Plattform anzuschließen? Also das natürlich hier, ich lese die Frage auch gerade nochmal, also Anwaltssuche, das gibt es natürlich in Deutschland, muss man sagen, wir nennen das immer so Listing-Portal, gibt es ja schon seit vielen Jahren, da gibt es natürlich als Platzhirsch gibt es anwalt.de, anwalt.de hier in Deutschland, die wirklich ein Listing machen. Wir haben viele Services drumherum, um das Listing, aber im Endeffekt ist es natürlich ein Portal, wo der Anwalt ein Profil hat, und wo der Anwalt auch gefunden werden kann. Das läuft sehr gut. Die sind wirklich Number One in Deutschland, auch umsatzmäßig. Bauen mittlerweile viele Prozesse auch drumherum, dass eben auch der Anwalt direkt beauftragt werden kann. Die haben natürlich ein großes Bewertungsmechanismus, den wir bei Rato beispielsweise auch haben. Und das wird mittlerweile und wurde, würde ich behaupten, schon immer gut angenommen. Wahrscheinlich vor 10 Jahren noch nicht so stark, aber zumindest gab es das eigentlich schon immer. Ich fand eben damals, dass so ein Listing natürlich ein Thema ist,
Aber den Mandanten wirklich an die Hand zu nehmen und den kompletten Workflow abzubilden von ich suche jemanden plus, jemand hat mir geholfen plus jetzt bewerte ich den Anwalt, ist natürlich nochmal was anderes. Aber den Schweizer Markt kennen wir nicht im Detail. Wir haben einige auch Schweizer Anwälte bei uns auf der Plattform. Sind mehr so Themen, dass ein Schweizer Unternehmen nach Deutschland kommt und hier beispielsweise vom deutschen Rechtsanwalt Unterstützung braucht oder ein deutsches Unternehmen geht in die Schweiz und sucht dort jemanden, dann werden wir auch genutzt. Also Österreich, Schweiz ist schon ein Markt für uns, aber Fokus ist auf Deutschland. Und deswegen hier nochmal zur Frage, wie ist die Resonanz? Also Resonanz gut, Anwaltssuche definitiv. Und es gibt auch einige Player. Der Deutsche Anwaltverein hat hier in Deutschland auch eine Plattform. Und es gibt einige Anbieter, aber der größte ist eben anwalt.de. Und wir merken eben bei Jurato, dass wir sind eigentlich eher Fokus auf den Mandanten. Wir sehen den Anwalt eher sozusagen als verlängerte Werkbank. Unseren Mandanten ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt so wichtig, welcher Anwalt nur dahinter steht, sondern er will einfach eine Lösung. Und wir sehen das zum Teil auch im Wald- und Wiesenanwalt, der vielleicht alles Mögliche macht in verschiedensten Bereichen, dass der aber sehr gut gefragt ist bei uns auf der Plattform, da der eben die Fälle relativ schnell abzieht und immer gute Bewertungen bekommt. Also Anwaltssuche wird gut angenommen und in der Schweiz ist der Markt natürlich ein kleiner. Vielleicht mit Verlaub würde ich behaupten, ist der Markt dort, was Legal Tech angeht, vielleicht auch noch 2, 3 Jahre hinterher im Vergleich zum Deutschen. Ich sehe, dass ich jetzt hier der Host gerade bin. Die Kollegin scheint hier aus der Konferenz geflogen zu sein. Ich hoffe, man hört mich noch. Ansonsten, ja, stellen Sie gerne Fragen, wenn Sie noch welche haben. Ansonsten warten wir vielleicht kurz, ob die Kollegin nochmal zurückkommt. Vielleicht anders gefragt, weil Sie auch mit Namen schreiben, Herr Haberbeck, in welchem Bereich sind Sie auch sozusagen, haben Sie eine Anwaltsplattform auch? Ja, Sie schreiben hier auch gerade. In der Schweiz wurde versucht, eine ratemäßige Plattform zu lancieren. Es hat nicht geklappt, weil praktisch keine Anwälte mitmachen wollten. Gab es in Deutschland keine Vorhaben seitens der Anwälte gegen Jurato? Gute Frage. Die Anwälte, muss man sagen, vielen Dank für die Frage. Die Anwälte waren damals vor 4 Jahren eigentlich natürlich auch skeptisch, skeptischer als heute, als heutzutage, aber im Endeffekt werden die natürlich koordiniert durch, oder sozusagen steht natürlich ein Apparat darüber, es ist natürlich ein deutscher Anwaltsverein, aber es gibt natürlich auch die Kammer und die Rechtsarbeitskammer ist natürlich interessiert. Ich hoffe, Sie hören mich hier noch alle, weil es hier irgendwie zu technischen Problemen kam. Die Kammern waren natürlich sehr interessiert, wie wir das genau aufziehen. Und da haben wir uns viel mit den Kammern auch auseinandergesetzt, haben gefragt, was möglich ist, wie dort die Arbeit gesehen wird. Und da hat, muss man auch sagen, der Anwaltverein generell, nicht nur für uns, sondern für, natürlich auch neutral, aber generell für Legal Tech, waren pro Legal Tech schon immer und haben auch mit den, oder suchen nach wie vor auch mit den Kammern das Gespräch, um eben auch den Anwälten ein gutes Gefühl natürlich auch zu geben, was da online passiert, dass das natürlich pro sozusagen pro Anwalt ist, also zumindest von dem GAV geschürt. Aber auf der anderen Seite sind natürlich die Kammern nochmal ein anderes Thema. Aber die Anwälte an sich waren natürlich skeptisch. Warum? Ah, Frau Kaiser ist auch wieder da. Wenn Sie ja. Entschuldigung, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Mir wurde angezeigt, das Meeting habe ein Problem. Waren Sie die ganze Zeit noch drin? Ich bin die ganze Zeit online. Perfekt. Ich habe mit mir gesprochen, der noch eine Anschlussfrage gestellt, da habe ich die Moderation übernommen. Wunderbar, sehr gut, Dankeschön. Also die Anwälte, weil Herr Haberbeck hier nochmal gefragt hatte, die Anwälte haften natürlich. Ja, das heißt, und das ist eher so ein Thema, gibt es auch neue Gesetzesentwürfe, auch in Deutschland, dahingehend, dass eben, was passiert eigentlich mit Plattformanbietern, wie zum Beispiel Jurato,
wenn dort Daten verloren gehen. Jetzt gibt es GDPR, neue Datenschutzverordnung, auch hier Mitte Mai in Deutschland. Da wird sich auch nochmal viel ändern. Also das heißt, der Anwalt ist natürlich sehr interessiert, weil er haftet. Und wie ist es eben gegenüber Dritten? Wie wird eigentlich da gehaftet und so weiter? Also das waren große Themen. Frau Kaiser, ich sehe, Marcel stellt hier auch eine Frage. Wollen Sie die vorlesen? Ich kann leider im Moment keine Fragen sehen. Sie müssen für mich übernehmen. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ich bin auf jeden Fall irgendwie nicht mehr ganz fähig, die Moderation zu übernehmen, aber danke. Ja, ich bin irgendwie jetzt sozusagen Admin hier. Kann ich Sie denn als Admin machen? Warten Sie ganz kurz. Sie können, ich bin offiziell immer noch Host. Okay, es stand bei mir, dass ich Host bin. Aber es ist ja, Sie können mich aber zum Host benennen, wenn Sie möchten. Ja, hat das Wenn Sie auf mehr klicken, wir können es mal versuchen. Einladen oder was ist hier? Wenn Sie bei mir, gibt es einen Button, müsste es geben, der mehr sagt. Ja, genau. Und da müssten Sie das Host erstellen. Nee, das habe ich hier gar nicht. Ah, okay, haben Sie nicht. Dann haben Sie die Möglichkeiten nicht. Gut. Marcel fragt hier gerade, aus Ihrer Erfahrung konnten diejenigen Kanzleien, die eine von Ihnen beschriebene Investition in der Digitalisierung getätigt haben, das entsprechende Investment auch durch entsprechende höheren Returns, beispielsweise durch Effizienzsteigerung, rechtfertigen? Ja, also es geht hier, muss ich überlegen, also es geht um Kanzleien. Klar, sind natürlich solche, also Investitionen, ich muss gerade überlegen, aus welcher Richtung das hier kommt. Das kann ich eben sozusagen im Detail, weil wir wirklich auf Rechtsabteilung wirklich speziell gehen. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig sagen, was ich aber weiß von den Großkanzleien, dass das natürlich auch nach wie vor Testbalance sind. Das heißt also, da werden Lösungen jetzt erstmal auch getestet, geschaut, wie wird das angenommen. Für die ist es natürlich auch ein Revenue. Bedeutet also, die verkaufen das, was ich vorhin gesagt habe, eben auch an ihre Kunden weiter. Und von daher, glaube ich, kann man das noch gar nicht sagen. Das wird wahrscheinlich noch 2, 3 Jahre brauchen, bis man das sehen kann. Aber wir sehen natürlich, dass durch Effizienzsteigerung schon natürlich Kosten gespart werden können. Und dahingehend definitiv dann auch ein Return on Investment positiv natürlich auch eine Rolle spielt und dann auch vorzuzeigen ist. Also deswegen sagen wir, ja, ganz klar, bei Unternehmen kann man es vielleicht noch ein bisschen schneller sehen, aber da spielt natürlich die Rechtsabteilung auch nur eine Rolle von vielen. Bedeutet, es gibt natürlich auch noch andere Abteilungen, die auch eine Rolle spielen. Das heißt, bei Kanzleien, ja, mit Sicherheit, aber da habe ich im Endeffekt keine Zahlen. Und ich vermute, dass das eben auch noch ein paar Jahre braucht, bis man da wirklich einen richtigen Return on Investment auch sieht. Aber es gibt eben auch andere Kanzleien, um dort auch mal Werbung zu machen. Gestern war der Legal Tech Stammtisch in Berlin, wo ich auch war. Der ist alle 4 Wochen in Berlin von Gernot Halbleib organisiert. Sehr spannend immer. Und das war gestern bei Gansel Rechtsanwälte. Und die gehen eben wirklich auch sehr gezielt seit vielen, vielen Jahren auf Spezialthemen und wirklich der komplette Workflow wird dort abgebildet. Von den Leads werden eingesammelt, strukturiert, bearbeitet, bis hin dann eben auch sozusagen dann abgeschlossen und darauf sieht man relativ schnell, wie war der Erfolg. Also die würde ich behaupten, es gibt eine wenigen Kanzleien, die gehören definitiv dazu, sind sehr umtriebig auch im Legal-Tech-Bereich, sind sehr fit, sitzen dort mittlerweile mit 130 Leuten. Das war spannend zu sehen, wie die arbeiten. Und die haben mit Sicherheit, auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, die können mit Sicherheit sehen, dass da hohe Returns zurückgekommen sind und dass sie definitiv effizient arbeiten. Die gehen jetzt sehr speziell auf das VW-Abgas-Thema auch, mit einer kleinen Workforce von, glaube ich, 20, 30 Leuten sind da im Team, speziell nur für das Thema. Also sehr spannend zu sehen, was da passiert. Und die haben es wirklich schon vor vielen, vielen Jahren verstanden, auf Spezialthemen zu gehen und die abzuarbeiten. Wir von Jurato, muss man sagen, gehen natürlich, sind breiter aufgestellt und helfen sozusagen jedem Rechtsratsuchenden. Die gehen eben wirklich speziell auf spezielle Themen.